Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz, das hier ist Blood Bowl 2 und hier ist Sleepy Hollow Patriots. Und wir müssen noch ganz schnell einen Aufstieg machen, weil unser Gegner ist schon da. Und zwar, die gute alte Betsy hatte einen Nicht-Aufstieg und ich würde fast sagen, dass wir damit... Was nehmen wir denn? Da wir jetzt nur noch Chaos-Zwerge haben und uns die ganzen Defensivgeschichten so richtig viel nicht bringen und er auch keinen Dodge hat, was Tackle rechtfertigen würde, würde ich jetzt einfach sagen, wir nehmen Anstoßrückgabe, damit wir einfach ein bisschen flexibler sind mit der Positionierung. So, einmal zurück und einmal gucken, ob der Gegner schon Lust hat, die Partie zu starten. Wobei ich jetzt ganz kurz nochmal gucken muss, wie viel Kohle haben wir eigentlich? 170k. Er kriegt eh schon welche. Mal ganz kurz mal gucken, ob das schon geht. Geht nicht. Zurück. Moment. Mal kurz ablehnen noch. Zwei Cheerleader entlassen. Zurück. Und nochmal. Sorry. Ein bisschen umständlich. Na so. Portocast haben wir nichts, aber er jetzt auch nur noch 90k und nicht 110. Eine Bestechung mit Eigenkohle. Frechheit. Schauen wir mal, was bei rauskommt. So, Chaoszwerge mit Bestechung. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Sind das Stoßzähne oder ist es einfach der krasseste Schnörres ever? Ich schaue nebenbei mit meiner Frau noch eine Serie. Na gut. Dann hoffen wir mal, dass es eine spannende Serie ist, damit seine Aufmerksamkeit vom Spielfeld abgelenkt ist und wir eine Chance haben. Na ja, gut, wir haben immer eine Chance. Ist ein Würfelspiel. So, wir fangen an. Ein Ersatzhobgoblin. Da müssen wir ein bisschen drauf hoffen, dass wir jetzt irgendwas anrichten. Zwei Ghule. Schmeißen auf jeden Fall das Skelett natürlich runter. Und Jefferson den zweiten. Kurz nochmal gucken. Das war das Starspielerpunkte-Monster. Mit Block und Break Tackle. Der war nix. Der war nix. Da auch nicht. Okay, in der Mitte ist ein Guard. Okay. Skelett raus. Jefferson raus.
Einer hier. So ein bisschen schräg stellen. Okay, Mighty Blow haben sie jetzt beide. Okay, sollte so passen. Stellen wir uns schon mal daneben. Okay, wir können uns ein bisschen bewegen. Das ist ganz nett. Dann kannst du eins nach vorne. Du kannst versuchen zu fangen. Hier bleibt so. Du nach vorne. Ja, kann so bleiben. Pump. Nee, nicht gefangen. Aber ist nicht schlimm. Sagen wir jetzt mal so. So, einen dahin. Versuch sein Glück. Und würdest ihn niederringen. Hast du drei Würfel? Das funktioniert ein bisschen besser. Folgen. Da ein bisschen vorne dran. Einmal blitzen. Bleiben. Okay, ein K.O. Aber auch nur wegen Knochenbrecher. Ja, was machen wir da? Das ist jetzt ein bisschen gewagt. Aber so ein dritter Würfel ist schon was Nettes. Folgen. So, kein Guard, kein Guard. Der Guard ist hier eingequetscht. Der guardet. So, dann schauen wir mal, wie das hier mit dem Ball geht. Ja, scheint zu gehen. Erstmal dahin. Muss er nicht übertreiben.
Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Rabatz gemacht. Zwar nichts Wichtiges rausgehauen, aber ein Flying Tackle Hobgoblin ist ein Flying Tackle Hobgoblin. Okay, da kommt er rein. Da will er blitzen. Macht er auch. Ist aber nicht viel passiert, glücklicherweise. Jetzt muss ich da noch einen Assist stellen. Und ist damit auf der genau anderen Seite jetzt. Das war nicht so gut. Wahrscheinlich ein Reroll. Oder ist es ihm egal? Ne, ein Reroll. Und hat sich verbessert natürlich. Also, ne, schlechter ist er auch ja möglich. Okay. Der geht darüber. Der auch. Und der auch. Ja gut. Wo soll er sonst, ne? So, wenn ich mit ihm aufstehe, assistet er gegen den. Also steht er auf. So, der setzt da mal ein bisschen rüber. Das ist der Break Tackle mit 4. Da müssen wir ein bisschen schauen. Das Blöde ist, dass wir jetzt hier hauptsächlich die Gummis haben. Du kannst auf jeden Fall auch schon mal aufstehen. Das sind beides keine Garder. Das heißt, das wäre jetzt schon... Hä? Ach, der direkt... Ah, okay, klar. Alles klar. So, das wären 3. Die Frage ist, will ich das als erstes machen? Ich glaube, ne, wenn 3 Würfel mit Reroll nichts gibt. Bleiben. So, jetzt habe ich nämlich hier den Assist, den ich brauche. Dafür. Leider nicht erfolgreich. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen defensiver angehen jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf, sechs. Tja, was machen wir damit? Das Problem ist, wenn er hier aufsteht, da ist noch ein Guard. Wir probieren es da mal. Einfach nur geschubst, bleiben wir mal. Darüber. Nachkommen.
Guard zur Security reinstellen. Jetzt muss ich überlegen, gefällt mir das, wenn der aufsteht. Ich glaube, die Guards hier halbwegs geknubbelt zu haben, ist gar nicht so schlecht. Wenn ich die jetzt aufsplitte. Na komm, wir versuchen ihn wegzuhauen. Wird nichts draus. Egal, wir bleiben. Ja, eine sehr ereignislose Runde. Kann man nicht anders sagen. Geben ihm auch ein paar Optionen, aber jetzt nicht allzu viele, ohne dass er dodgen müsste. Oder blitzen oder anderes Gedöne. Also hier kann er einen Assist stellen, dann müsste er mit dem aber blitzen. Und dann hätte er hier Kettenblocks. Okay, er assistet auf jeden Fall schon mal. Und er blitzt da, wie ich schon sagte, aber er hat dann doch keine Kettenblocks. Denn er hat ja hier plus 1, minus 1. Er stellt noch einen ran. 1, 2, 3, 4, 5. Dann go for it. Jetzt kann er den mit 2. Okay, er macht doch das go for it. Da ist der Reroll weg. Geschafft. Und jetzt kann er Kettenblocks versuchen bis in die Mumie rein. Aber es bleibt natürlich gefährlich. Ganz ohne Frage. Das ist ein One-Die immer noch. Es sei denn, er schafft es noch irgendwie einen ranzustellen. Aber den One-Die würde er natürlich machen. Both down reicht ihm, ja. Ja, nicht schlecht positioniert hat er sich da. Aber, who knows. Es hat ihn so ziemlich alles gekostet. Und noch ein One-Die. Und der sogar erfolgreicher als der erste. Interessant. Das wäre jetzt mein Blitztarget wahrscheinlich wieder. Du stellst dich hin, aufstehen. Du stellst dich hin. Ich glaube, den würde ich tatsächlich blitzen wollen. Damit wir ihn hier haben. Kannst du nochmal blocken? Dich müssen wir ein bisschen supporten. Einmal Blitz. Bleiben. Schade. Ungefähr so. Das hat irgendwie gar nichts gebracht jetzt. Der Support ist hier.
Rasend hat er nicht, ne? Nee. Könnte da halt blitzen. Ungefähr so. Einmal dort rüber. Das war nicht so geil. Das war besser. Und hier kann man es nochmal probieren. Dann ringen wir halt wieder. Immerhin ist er relativ immobil jetzt. So, Zug beenden. Und hat er einen freigebaut. Ja, stimmt, den kann er jetzt auch. Also Mumie nicht mehr da steht, aber das ist ohne Block gegen Mitblock. Das wird ihm zu haarig. Er supportet jetzt lieber hinten. Und da kommt der Blitz, wie erwartet. Und wird gepusht. Und da geht's in die Hose. Ist sein letzter Reroll. Okay, krass. Damit ist er für diese Halbzeit durch. Das ist natürlich für mich ganz nett. Ja, wahrscheinlich hast du das. Das glaube ich dir unbesehen. So, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt unseren Cage verstärkt? Im Prinzip muss ich mich damit ja irgendwie freiblitzen. Wie weit käme denn eine Mumie? 1, 2, 3, nicht weit. Dahin oder dahin? Ich glaube, einfach hier die Leute weiter binden. Da ist der eine, da liegt der andere.
So, machen wir es mal so. Er kommt jetzt theoretisch an den Ball dran. Er muss die Mumie wegblocken mit ihm hier. Und dann blitzen ohne Assist. Also einen One-Die. Das kann natürlich klappen, aber seine Rerolls sind weg. Und ich hoffe, das reicht. Die Mumie kann er wieder umhauen. Aber dafür muss er noch ein bisschen was tun. Okay, den Assist verhindert. Okay. Den hat er erwischt. Das war eine Blitz. Interessante Wahl. Und jetzt doch noch die Mumie. Okay. Ja, hat funktioniert. Eieiei, das ist nicht gut. So, da liegen sie wohl beide im Dreck. So, was machen wir da jetzt? So, was machen wir jetzt hier? Da könnten wir blitzen. Den stellen wir auf jeden Fall erstmal wieder hin. Hier haben wir einen Assist. Haben wir zwei Assists, aber das reicht halt nicht. Das ist ziemlich verfahren, muss ich mal sagen. Weil egal, was ich mache, es ist halt Kacke. Mit ihm aufstehe. Hat Ernst To-Die. Verbringen tut's mir nichts. Eins. Ja, okay, doch. So, ne? Folgen. Dahin. Muss das ein Tusch werden? So ungefähr bleiben. Ah. Ja, das wäre ein zweiter Assist. Oder aber hier. Egal, auf jeden Fall muss erstmal der sitzen. Na gut, im Worst Case nehme ich auch einen Push. Bleiben. Das Blöde ist, dass ich da jetzt nicht durchkomme. Das heißt, ich muss hier tatsächlich eine Runde in Rückwärtsgang schalten. Und da ist dann die Frage, mache ich einen 3-Die auf den da oder ein 2-Die auf den da. Um mich hier ein bisschen frei machen zu können. Oder supporte ich mit ihm hier? Hm.
Ich glaube, drei Würfe sind ja wichtiger. Warum sind das keine drei? Ach, weil der jetzt natürlich auch da steht. Ich Idiot. Dann so. Und das geht dann halt einfach nicht. Ja, war eine bescheidene Runde. Wenigstens lasse ich mir nicht allzu viele Blocks. Wenn er jetzt den äußersten Ghoul blitzt, kann er natürlich sich an den Ballträger ranstellen. Gesagt, getan. Both down reicht. Moin. Und durch die Rüstung. Aber immerhin noch im Weg. Ja, hier müssen wir jetzt gucken. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, oder? Aber ich meine, mittlerweile ist hier wahrscheinlich schon fast leichter. Och, ich weiß es nicht. Hälfte der Halbzeit ist rum, sogar mehr als das. Gepusht. Geblieben, dann kann er auch nochmal. Ja. Dann geht das. Aber auch nur ein Push. Ein Dodge mit einem Zwerg. Interessant. Das hätte man sich denken können. So. Den auf jeden Fall mal da hinstellen. Denn da muss ich jetzt irgendwie versuchen, mich durchzupopeln. Einfach ein Push. Jawohl. Folgen. So, hier geht's halt jetzt durch, ne? Ja. Das ist kein Guard. Das heißt, das tackelt nix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das werden Go for It's einige. 1, 2. Ich komme eh nicht weiter als da, ne? Das war ein ziemlicher Griff ins Klo jetzt. Ist das ein Guard? Nee.
Guards stehen da. Der kann auf jeden Fall ihn hier blocken. Oder ihn. Den anderen kann er blitzen. Vielleicht vergisst er ihn. Ich kann rennen und machen Pass. Aber momentan sieht es nicht so aus, als käme ich irgendwie vorwärts. Zwei Go-For-Its. Halte ich für dezent mutig. Okay. Das ist ein Sicherheitsding, aber ergibt natürlich wenig Sinn. Okay, doch, wenn er den hier blocken möchte. Wobei, es geht nicht so gut mit der Mumie. Ein Defender, das ist schön. Der ist zumindest mal aus dem Pulk weg. Wobei ich ja, ne, tendenziell immer zwei, drei Leute nicht im Pulk habe. Deswegen ist man in der Offensive gar nicht so viel offensiver im Normalfall. Zumindest nicht, was das Prügeln angeht. Ah, Break Tackle, ne? Ja. Wow. Mit Go for It und allem drum und dran. Hat er geschafft. Jetzt kann er ein One Die auf die Mumie machen. Ich weiß nur noch nicht so ganz warum. Oder will er die Mumie wegschieben? Oh, das ist gelungen. In die Mumie. Ah, den an den Ballträger ran. Interessant. Jetzt kann er den Zombie noch verprügeln. Aber ich glaube, es hat seine Position nicht verbessert, weil er jetzt den Guard so geschoben hat, dass er den Ball guardet. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so war, wie es sein sollte. Der kann jetzt noch ein bisschen rennen. Sure feet. Wow. Eieiei. So, und damit wäre es der da, bitte. Wobei ihm das jetzt mehr hilft, als er glaubt. Jetzt ist das mit dem Surfen wirklich nicht so leicht. So. Wieso ein 2, 4, 6. Ja. Selbst das wäre ein Go for it. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall nach vorne preschen. Das heißt, wir müssten hier. Reicht es für ihn mehr als zum Aufstehen? Ist die Frage. Und die Antwort ist vermutlich nein. Puh. So, das ist ein Push. So nicht viel bringt. Folgen. Push. Folgen. Ist die Mumie frei? Nee, ist sie nicht. Ach, das ist ein Elend hier.
Er steht immerhin im Weg. Auch wenn das noch nicht viel ist. Und der kann immerhin einem im Weg stehen. Einmal durch. Also durch nicht, aber folgen. Einmal K.O. So, das ist ein Guard. Das heißt, das bringt mir überhaupt nichts, was ich hier tue. Ich komme da nicht durch. I don't come through there. Halt Break Tackle. Das interessiert den alles nicht. Eine Minute noch. Gut, dass die Zeit kein Faktor ist. Kotz. Wow, okay, das war schon mal knapp. Da stehe ich jetzt so medium safe. 2, 4, 6, 8, 9. Könnte mit 2 Go-Foils reinlaufen. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Heieiei. Kann ihn jetzt relativ simpel two-dicen. Und nicht nur relativ simpel, arschsimpel sogar. Krass. Okay, doch nicht so simpel. Go for it, vor dem er Angst hat. Natürlich zu Recht. Weil jeder eins kann es ja sein jetzt. Wow. Das lief nicht gut.
müsste jetzt quasi der Ballträger sich selber... Es klappt halt alles so nicht. Zwei, vier, sechs, acht. Da haben wir es nämlich. Da geht der Reroll zur Hölle. Folgen. Und man mag nicht hinsehen. Doch, man mag hinsehen. So, ein Turn übrig. Der hat eine Bestechung, er wird also faulen. Aber das muss uns ja nicht sonderlich jucken. Jetzt einfach nichts allzu Nobles dahinstellen. So, kann ein Stierzentaure mit 6 Beweglichkeit? Ich glaube, nein. So krass kann man gar nicht pushen. So, die knuddeln sich zusammen. Zu weit weg. Hatte der nicht Kick? Nö, hatte er nicht. Ich habe einfach mal so an den Rand gekickt. So, 3 Würfel. Krabberwumms. Einmal gelähmt. Verstehe nicht ganz, warum er so blockt.
Ah, der wird gefoult. Oh, sehr schön. Dann brauche ich das nicht mehr schreiben. Ich dachte, er wollte jetzt noch reinfaulen. So, die sind wieder da. Wir stellen beide vollzählig auf. Beerdigungsmarsch ist. Seltsame Aufstellung auf jeden Fall. Egal. Ich glaube, gegen die Klopper muss ich jetzt ein bisschen. So. Beziehungsweise doch den Nuller lieber. So. Eins weiter raus. Oh, die geben sich gegenseitig Guard. Probieren wir es so. Okay, mit den zwei Guardern auf seiner Seite kann der Vierer natürlich den da raushauen. Das ist ganz klar. Das Gute ist, ich glaube, dass uns ein Unentschieden reicht, um uns ja gut, das müssen wir jetzt natürlich versuchen, irgendwie auszunutzen. Dann würde er mal darüber wandern. Den da so ein bisschen zuparken. Da ein bisschen rumlaufen. Ungefähr so. Ist natürlich Druck da bei ihm.
Sorry für die Husterei immer noch, aber es wird schon deutlich besser. Also zumindest erkennbar für diejenigen, die es häufiger zuhören. Also nicht, dass der Husten an für sich besser wird, aber die Frequenz wird geringer, sagen wir es mal so. So, er fängt direkt mit dem Mumien-Ding an. Ist natürlich wichtig, dass die Mumie aus dem Weg ist. Ah, zum Kotzen. Aua. Zum zweiten Mal raus. Frech. So, überspringen, was soll ich denn da machen? So, jetzt ist natürlich für die Defensive ein bisschen blöd, dass wir so ein Stärke-Defizit haben. Jetzt geht's gegen das Skelett. So, jetzt macht er hinten ein bisschen, versucht er ein bisschen abzusichern. Die zweite Mumie kriegt auch noch auf die Nase. Und auch durch die Rüstung. Mann, Mann, Mann. Dem kann er sich da rauslavieren. Allerdings, ob er das will, ist die Frage, ne? Er überlegt gerade, ob er das will. Es hängt halt alles ein bisschen davon ab, wie das mit seiner Ballgeschichte jetzt funktioniert. So, wir müssen aufnehmen, ne? Frage ist, ob die Mumie jetzt fault, obwohl die ist schon raus. Na gut, kann er machen. Führt nur sehr wahrscheinlich zum Block. Oh Gott, ist das die Aufregung? Ich weiß es nicht. Die ganze Zeit war es eigentlich gut mit dem Husten. So, da hat er die Pille. Und da steht er leider sicher in seinem komischen Halbcage-Gedingse. Kommen die Go-For-Its? Jetzt kommt eine Ballübergabe, oder was? Nein, traut er sich nicht. Also würde ich mich nicht trauen. Ergibt vor allem auch überhaupt keinen Sinn. Er überlegt wirklich, das Foul zu machen. Er macht's. 58% ist nicht so gut. Also er ist durchgekommen, aber hat nur den Stun geschafft, der eh schon drauf war. So, jetzt müssen wir gucken. Du stehst auf jeden Fall auf. Er bewegt sich. Da ist die Frage, wie gierig will ich sein? Ich glaube, ich will ihn raushaben. Kann natürlich sein, dass das schief geht. Aber ich bin halt in Unterzahl. Und irgendwie muss ich das ja kompensieren, ne? So, die Frage ist, mache ich jetzt hier einen To-Die und habe dann gegebenenfalls einen schönen Blitz, wenn es sowas wie schöne Blitze überhaupt gibt. Oder mache ich es hier gegen ihn und stehe dann einfach nur ein bisschen schöner.
Probieren wir mal, ob Mighty Blow noch irgendwas zu sagen hat hier. Nicht bei diesen Zwergen auf jeden Fall. Der sich ein bisschen befreien, hoffentlich. Ungefähr so. Als ich der Beste aller Züge. Aber er muss sich auf jeden Fall umpositionieren, um die Mumie nochmal faulen zu können. Minimaler Druck ist auf seinen Cage. Das war nicht gut. Damit ist dieses Nadelöhr auch zu, weil er jetzt dodgen muss. Die beiden kommen nächste Runde ja zum Spiel wieder dazu. Na, er lässt es nicht auf sich beruhen. Er will ihn weghaben. Ich meine, ist nachvollziehbar. Würde ich auch wollen. Aber die Frage ist, ob er da jetzt auch wieder faulen will. Ist das der Guard? Das ist ein Guard. Okay. So. Cage verstärken. Allerdings auf einer seltsamen Seite. Was macht er mit dem? Wieder ausweichen oder bleibt er stehen? Geht nochmal hin, um zu faulen. Und gelingt. Okay. Haben wir abgespeichert, ist so. So. Und der ist Guard. Der nicht. Auf jeden Fall hinstellen. Hinstellen ist schon mal gut. Der geht da auf jeden Fall mal ran. Einfach als Behinderung. Tja, will ich erst blitzen oder erst blocken? Weiß man so genau. Mit wem überhaupt? Will ich den blitzen? Den Flying Tackler?
Ein Verzicht auf meinen Mighty Blow hat den Vorteil, dass die Chancen im Prinzip ja sogar besser sind, weil er nur durch Rüstung 7 muss und nicht durch 9. Ja, ich glaube, das machen wir so. Würde er hier rangehen. Da absichern. Ich weiß gerade nicht so genau. Ich glaube, er wird einfach hier als Verstärkung hingehen. Er geht in die Höhle des Löwen. Vielleicht geht er in die Höhle des Löwen. So. Er versucht, dem auf die Glocke zu hauen. Er schafft's nicht. Er geht dann erstmal wieder zurück. Zumindest ein Stück weit. Er versucht hier. Mal ringen. Dann probierst du es da. Quatsch den da in den Pulk zurück. So, und jetzt ist die Frage, ob ich meinerseits einen Foul probieren möchte. Aber ich habe nur einen Support, das ist eigentlich totaler Quatsch. Nach vorne. Was hat er denn hier? Wenn der aufsteht, kann der hier blocken, wo er möchte. Das ist sein einziger Block. Gehen wir einfach ein bisschen zurück. Gehen wir hier hin. Jetzt kann er sich hier natürlich durchboxen. Aber sein Team ist ja zum Glück nicht so unglaublich schnell. Da wird geschubst. Mal den wieder frei. Da kann er jetzt schon blitzen. Oder da. Also irgendwo geht eine Lücke auf. Okay, dann will er durch die Mitte popeln. Sonst hätte er das Skelett jetzt umgehauen. Oder er will einfach nur von der Mumie weg. Durch die Rüstung wieder. Wir müssen an unseren Skills in der Hinsicht wirklich ein bisschen arbeiten. So. Ein bisschen Gruppenkuscheln. Traut sich nicht nach vorne. Legt sich auf die Nase. Guard oder kein Guard? Kein Guard. Dann gehen wir hier hin. Hier geht ran. Jetzt mal da mal rein. Gibt nix.
bleiben. Ja, stellt sich erstmal nur hin. Den kriegen wir eh nicht ganz frei. Das hier nochmal. Ja. Ich wollte gerade sagen, ein Häuschen dahingestellt, aber habe ich ja gar nicht. Der war ja schon da. So, diese Runde habe ich ihm viele Blocks gegeben, natürlich. Aber das geht natürlich auch darum jetzt, dass sein komischer Cage da bleibt, wo er ist. Ne? Wenn ich das noch vier Runden hinkriege, selbst wenn ich dabei ein, zwei Zombies verliere, habe ich das Spiel gewonnen. So muss man es mal sehen. Und sein Freiblitzen wird schwieriger, weil die schwache Seite jetzt immerhin mit zwei Leuten schon belegt ist, nicht mehr nur mit einem. Er probiert es aber jetzt trotzdem. Aber nicht sehr erfolgreich, muss man sagen, mit einem Push. Wird jetzt aber trotzdem wahrscheinlich überleben, aber mit den 1, 2, 3, 4, 5 Leuten, die er hat, den Cage noch verlagert. Ich hätte ihn jetzt hierhin verlagert, nicht dahin, weil er die ja noch bewegen kann und jetzt lässt er sie wahrscheinlich stehen. Naja, schauen. Und du gehst einfach wieder in den Nervmodus. So, einmal rüber. Ja, jetzt ist die Frage, hier haben wir, was haben wir da? Zwei Würfel. Die reichen uns da erstmal. Bleiben. Gott, kein einziger Zwerg wackelt auch nur im Ansatz. Drei Würfel probieren. Drei Würfel sind besser als zwei Würfel, zumindest manchmal. Folgen. Gott, die wackeln aber auch wirklich nicht. So, Hüstel, Hüstel.
So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ugh. Ach ja, was soll ich denn machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam. Und das ist der stärkere. Oder hier hinten ein Bam. Oder gar kein Bam. Ich glaube gar kein Bam. Versuchen wir mit ihm mal lieber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Probieren wir es mal von dort. Grandiose Würfel. Aber lass mal so, wie es ist. Ein bisschen was habe ich ja getroffen. Nur nichts Gutes. Der kann den hier hauen. Nur zwei Stücke. Das ist echt jämmerlich. Für die Anzahl der Blocks, die ich hatte oder hätte haben können. Blitz mit Go for It. Das ist aber auch ein Gefahrensucher hier. Wow. Okay. Da geht schon das volle Risiko in einen Bereich, wo es meines Erachtens nicht durch die Rüstung, aber er liegt am Feld. Alles gut. Jetzt hat er seine Leute schon richtig verausgabt und im Prinzip nur zur Stabilisierung des Cages an der Stelle, wo er gar nicht sein möchte. Funktioniert, wie erwartet. Aber das war's jetzt im Prinzip. Jetzt hat er nichts mehr. Den kann er jetzt da reinpopeln in diesen Monster Cage. Dem kann er es rausdodgen. Echt jetzt? So. Wo will er hin jetzt mit dem? Da stehen bleiben. Ich guck mal, ob ich den so pushen kann, dass ich dran komme. Wenn ich da hin pushe und den schräg, kann ich den nach da, aber nee, dann ist da ein Loch. Okay. Geht nicht. So ganz, wie ich dachte zumindest. So, du stellst dich auf jeden Fall hin. Gut. Machen wir den Block hier. Das ist die beste Chance, die ich habe, dass sich mal irgendwas bewegt. Folgen. Nö, da passiert nichts. Da könnte. Das ist ein Guard. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da käme ich indirekt ran. Schubsen. Bleiben. Das sind nur zwei Würfel.
Holen wir uns einen dritten. Wieder nix. Jetzt habe ich mich ja tatsächlich komplett selber behindert. Eieiei, war das albern. Er kann noch dahin. Guard. Jetzt ist hier natürlich offen Holland. Da kann er jetzt volle Suppe durch. Macht er auch, so wie es aussieht. Obwohl, noch sieht es nach gar nichts aus. Noch macht er die zwei Würfelblocks, die ich ihm schenke. Und den hier jetzt auch noch. Aber dann ist er halt auch schon durch, ne? Dann hat er alle seine Spieler frei. Ich habe es tatsächlich geschafft, so ungeschickt ihn in seinen Cage rein zu blocken. Er macht es aber nicht. Er geht da lang, okay. Dass er frei ist jetzt, mehr oder minder tatsächlich. Nichtsdestotrotz natürlich drei Runden auch nicht die Möglichkeit. Jetzt geht er darüber. Das Gute ist, seine Guards sind. Dodgen. Umhauen erst, ne? Und dann laufen. Oh, Doppel-6. Das ist schön, dass die weg ist. Stört die später nicht mehr. So. Jetzt geht's ans Behindern da drüben. Auch ganz klar. Kein Guard. Oh oh. Leute, um zwei von meinen zu behindern. Das ist vielleicht auch noch nicht ganz optimal. Aber wie gesagt, ist schon nicht schlecht, wie er jetzt steht. Mal schauen, dass die beiden hier ein bisschen Auslauf bekommen. Also
der muss den blocken. Stellst dich erstmal hin. Du auch. Und da drei Würfel. Die sind schön so. Bleiben. Eine Runde raus. Du bewegst dich so, als würdest du noch mitspielen wollen. Du stellst dich hin. Ist da ein Guard? Er hat beide Guards hier hingestellt. Wow. Das ist interessant. Da. Rüber und bleiben. So. Hier oder da? Ich glaube, ich muss es jetzt schon wagen. Solange ich den Reroll noch habe. Ist nicht so gut. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Und das hier nochmal. Das ist besser. Laden. Der Kleine. Muss ich machen. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es klug war, ihn ranzustellen. Weil er sie jetzt natürlich schon beide blockiert. Er muss nur mit dem jetzt den wegblitzen. Und dann kommt er ran. Okay. Jetzt kann er sich hier rausblocken. Aber das würde ihm nicht genug Raum bringen. Er muss ja Strecke machen jetzt. Ganz klar. Ja. Ja, den frei. Das ist wichtig. Nur, dass kein Guard ist. Oh, mit dem blitzt er. Interessant. Gelingt. Tackled. Lebt. Hauptsache. Okay. Zwei. Okay, einer davon reicht nicht mal. 2, 4, 6, 7. Ein Go for it muss noch rein.
So, erstmal hier. 1, 2, 3, 4. Und da muss ich überlegen, ob ich ein Go for it machen möchte. Wahrscheinlich möchte ich. Wie geht da ran? Probieren geht aber studieren. Jetzt kommt mal ein K.O. Viel, viel, viel zu spät. Gehen wir erstmal da drüben. Na super, da geht der Reroll flöten. Das ist halt die dumme Gier. So, jetzt muss er sich ein bisschen anstrengen. Also nicht allzu viel. Aber er muss halt auf jeden Fall irgendwie versuchen, die Schräge hinzukriegen. Weil er hat, muss eh schon ein Go for. Er muss beide Go-Falls machen.
Ah ne, es ist nur, weil dann das Loch ist. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Go for it ist es eh schon. Und wenn er es nicht schafft, meine Jungs so wegzuräumen, dass er freilaufen kann und er noch dieses Umwegfeld machen muss, dann wird's eng. Gut, war natürlich jetzt auch mega riskant. Hätte auch vollkommen in die Hose gehen können. Nee, das ist eigentlich... na gut. Den haut er jetzt um. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, er muss jetzt einen Dodge machen und zwei Go-Fulls. Das heißt, ich habe meine Chancen, dass es klappt, erhöht. Aber es ist immer noch easy drin natürlich für ihn. Mit Reroll vor allem. Das ist quasi 67%, 83 und 83. Wir haben schon Gegner gehabt, die Schlimmeres gemacht haben. Und er läuft. Und fällt. Und rerollt. Und schafft es. Und fällt dann. Nein, er schafft's. Glückwunsch. Ja. Ich will nicht sagen unverdient, weil... ist nicht unverdient. Das hätte ich wesentlich besser deffen müssen und die Chancen, das jetzt zu schaffen, waren tatsächlich gut. Mein Fehler war diese Offensive auf seine Rückseite. Dadurch habe ich drei meiner Spieler aus der guten Defensive abgezogen. Dadurch konnte er raus. So, jetzt können wir noch einmal ein bisschen Havoc machen. Ein bisschen Kleinzeug verprügeln vielleicht. Natürlich besteht noch eine klitzekleine Mini-Chance, dass ich das Ding schaffe. Nicht mit einem One-Turner, dafür bin ich viel zu ungeskillt. Und habe auch keine Lust, mich mit einem ungeskillten Ghoul da durch die Kacke zu kämpfen. Sondern tatsächlich einfach nur, wenn das Spiel, also wenn der Riot negativ ist, ne? Also wenn er das Spiel nicht aufhält, sondern verlängert.
Reroll können wir nicht viel machen. So, hier war es K.O., das haben wir heute schon mal gesehen irgendwie. Kommt mir bekannt vor. Haben sie noch so zwei? Hallo? Betrunken oder was? Auch nur zwei. Zitze. Na egal. Zwei sind besser als nix. Lass die Toten auferstehen. Wow, wir haben einen neuen Zombie. Das erste Mal, dass wir das haben. Jetzt noch drauf hopsen, aber bringt mir nichts. Ja gut, schade. Wie gesagt, diese Offensive hier an dem Zipfel hat mich das Spiel gekostet. Ziemlich sicher. Ich hätte natürlich auch den Platz gehabt, die Leute da hinten zu lassen. Und dann wäre er da nicht so einfach durchgepopelt. Ja, das war vollkommen meine Chance. Das war einfach die Gier, da ranzukommen und irgendwas umzuhauen. So. Unsere Fans fanden es kacke. Faxe will sich dem Team anschließen. Ja, meinetwegen soll er das. Und Boone hat immerhin den MVP bekommen, das heißt, wir haben einen zweiten Ghoul, der so ein bisschen was kann. Starspielerpunktemäßig haben wir minimal mehr. Betsy hat einen Pass und den Touchdown, Boone hat den MVP und Franklin immerhin einen Casualty. Also 11, was jetzt nicht kacke ist für ungeschickte Teams, sage ich jetzt mal. Würfel, seine waren kacke. Obwohl die Blocks ganz okay waren. Both down ist halt immer die Frage, ne? Bei Zwergen ist das ja kein schlechtes Ergebnis unbedingt. So, bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Sehr ausgeglichen in der Fraktion. Deutlich mehr Vierer als Dreier, was bei Single Rolls wichtig ist. Und bei den Blockwürfeln, leicht unterm Durchschnitt, was so den Bereich hier angeht. Wo ich halt rerollen muss. Weil meine noch nicht alle Block haben. Aber wie gesagt, da ist jetzt nichts, woran man es dran festmachen könnte. War ja auch kein schlechtes Spiel, unentschieden. Ich habe selber vergeigt. Was soll ich sagen? So, in der Liste sieht es jetzt so aus, dass wir nicht mehr vorne sind. Sondern auf Rang 3. Hä? Okay. Jetzt hat er erst bestätigt. In Ordnung. Ja, egal. Ändert nichts dran. Wir sind auf Rang 3 mit 5 Siegen und 5 Unentschieden. Das reicht natürlich nicht, um uns an der Spitze zu halten, ganz klar. Sind punktemäßig 15 plus 5, also 20 Punkte haben wir jetzt. Der Führende hat 22, der dahinter hat 21 und der hinter uns hat 18. Das heißt, wir haben
Ja, und das Wichtige ist hier, Fleischloser, gegen den wir jetzt unentschieden gespielt haben, der hat jetzt dadurch 17. Das heißt, im letzten Spiel könnte er maximal gleichziehen. Und wir dürfen halt ne, die obersten vier nicht verlassen. Das heißt, das nächste Spiel wird nicht ganz uninteressant, weil die beiden mit uns noch gleichziehen können. Und bei den Drug Vault Stalkers, was glaube ich unser Date ist, ne, Frog Life Hallucinations. Wir spielen gegen die Frog Lives. Da unten, Kislev Circus, Craig Pothead. Hä, haben wir da nicht schon gegen gespielt? Bin ich blind? Nö. Spielen gegen die. Ich bin der Meinung, haben wir zwei Kislev Teams? War das letzte Season? Wir haben zwei. Wir haben die Bouncing Bavarians von Kotze. Was so vorgelesen nicht gut klingt. Egal. Ich gehe kurz nochmal auf mein Team. Wir haben einen Aufstieg zu feiern. Und den gucken wir uns natürlich jetzt auch mal an. Das ist Boon, ein Ghoul. Und er sagt uns mit einem Double. Urk. Was mache ich denn so früh mit einem Double? Eigentlich soll er doch Block kriegen. Oder nicht? Ist da irgendwas Spannendes? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, davon will man nichts haben. Tja. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Urkurz.